Es ist Podcast, meine Kerle, und ihr seht richtig, wir sind mehr geworden, aber irgendwie einer mehr als gewohnt. Also erstmal, jetzt muss ich die Reihe rumgehen. Es wird auch heute doppelt verwirrend. Wir haben zwei Leute aus dem Süden und wieder zwei Leute haben denselben Namen. Hallo Michi, hallo Hauke, hallo Jean. Mach mal so. Ich bin selber verwirrt. Und einen wunderschönen guten Abend in die Runde und ganz, ganz herzlich willkommen, Michi. Und mich ja. Und ja, genau. Ich glaube, wir müssen die beiden erstmal auseinanderhalten. Den einen, den kennen wir ja schon relativ gut, ne? Hier. Und den anderen, den kennen wir bis jetzt noch nicht so gut. Wenn du möchtest, kannst du vielleicht einfach mal ganz kurz sagen, woher du kommst und was du so machst. Ja, danke für die Einladung. Michael, Michi, je nachdem, wie es gerade passt, kommen wie schon angekündigt aus dem Süden. Mein Herz liegt in der IT, mache gerne vieles auch im Enterprise-Bereich mit Servern, Linux, allem, was dazugehört, auch im Privatbereich. Und freue mich jetzt auf die Runde und bin gespannt, was hier draus wird. Mega cool, aus dem Süden. Also ich komme tatsächlich auch aus dem Süden. Der Micha, du kommst aus dem Osten, ne? Habt ihr gewählt? Oder ihr seid erst noch dran, oder? Ich bin noch dran. Ich habe aber vorher gewählt, weil am Wahltag bin ich in Kiel. Also das gibt es ganz verrückte Überschneidungen. Warum bist du denn da in Kiel? Willst du jetzt auf die Werbung raus, ohne dass wir Hauke mal hören? Finde ich ein bisschen doof. Alles gut, alles gut. Ich würde jetzt ja sonst dieses Kreuz übermachen. Grüße aus dem Norden in den Süden und in den Osten. Und natürlich an alle, die uns jetzt gerade zugucken oder das Ganze aus der Konserve genießen. Ihr seid alle gegrüßt. Hallo. Wir waren noch nicht fertig mit Süden. Wo aus dem Süden kommst du denn her? So grob, ganz grob. Ja, grob müsste man sagen, aus München, wobei ich selber kein München-Fan bin. Von daher geht es eher dann noch ein bisschen nach Osten rüber, nach Landshut und da aus dem ländlichen Umland, sage ich mal. Also bin kein Fan der Großstädte und folglich wohne ich etwas abseits. Wunderschöne Gegend dort, finde ich. Ja, ich komme aus der Nähe von Nürnberg. Ne? Also so gar nicht so super weit entfernt. Auch schön. Letztens sogar durchgefahren, ja. Mhm. Wobei das Nürnberger Land oder generell da die Fränkische Schweiz und so, kann schön sein, gibt tolles Essen. Der Dialekt ist aber furchtbar. Ja, aber das hat natürlich gar nicht so viel. Ich schweife wieder ab. Ja. Wobei ja Nürnberg... Thema Essen. Oh. Ja? Was? Nein, ich meine, wird ja passen. Wir haben heute so viele Überleitungen. Wir hatten eine schon angeschnitten und jetzt sind wir beim Thema Essen. Passt super zu Bar, denn das Format, was du machst, heißt ja IT an der Bar. Was gibt es da denn sonst immer so? Ja, aktuell machen wir bei dem Format IT an der Bar für so, ich nenne es mal Erklärvideos, sowohl für Unternehmen als auch für normale Leute, um einfach die IT ein bisschen näher zu bringen. Was verbirgt sich hinter gewissen Ausdrücken? Wie sind gewisse Dinge aufgebaut? Was sollte ich vielleicht als Unternehmer ein bisschen darauf achten, wenn es um meine IT geht? Wir versuchen da uns immer breiter aufzustellen. Aktuell ist es, ich nenne es mal, ziemlicher Frontalunterricht. Also ich rede, die anderen müssen zuhören. Wir sind jetzt aber auch gerade dabei, mehr in den Dialog zu kommen. Es wird jetzt dann bald ein Video geben. Unser Kameramann ist tatsächlich auf eine Phishing-Attacke reingefallen. Da haben wir das mal versucht, so einen Dialog aufzubauen. Und so wollen wir das Format jetzt einfach breiter ausbauen, um einfach mehr Dynamik reinzukriegen. Ja, nebenbei, wenn ihr diesen Kanal noch nicht kennt, wir verlinken den natürlich, schaut euch den mal an. Auf jeden Fall mal ein Abo dalassen. Absolut cool, sehr, sehr hochwertige Videos. Und das schon seit circa einem Jahr ungefähr, nicht ganz, oder? Ich glaube, wir haben so im November rum gestartet. Ich wüsste schon gar nicht mehr genau. Machen aktuell ein Video die Woche. Und sofern das jetzt die Zeit zulässt, wollen wir jetzt dann eigentlich auf zwei Videos die Woche tatsächlich umstellen, um einfach noch ein bisschen mehr Output zu generieren. Mir ist es wichtig, ich gebe gern Wissen weiter und ich versuche natürlich in diesem Format Wissen weiterzugeben, damit die Leute sich auf der einen Seite ein bisschen selber helfen können. Wie kriege ich vielleicht raus, ob ich gerade auf eine Phishing-Attacke reinfall oder auch eben Unternehmen irgendwie die Möglichkeit zu geben, auf die wichtigen Stellen zu achten, weil wir in der heutigen Zeit doch an einem Punkt sind, wo es halt schnell geht. Also es vergeht ja selten ein Tag in den Nachrichten, wo nicht ein Unternehmen durch vielleicht nicht ideales Handeln irgendwo in eine Querlage kommt. Gibt es immer häufiger, deswegen gibt es ja auch uns, ne? Wenn das funktionieren würde, wären wir fast alle arbeitslos.
Stimmt. Ich glaube ich gar nicht. Also ich glaube, dieses Feld ist so weit und so, ja, und es gibt so viel mehr Potenzial als das. Aber ich bin bei dir. Also es ist halt, es gibt uns auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung Stand heute, wobei ich mir Dinge vorstellen könnte, die mir mehr Spaß machen würden. Was kannst du dir so vorstellen, was mehr Spaß macht? Ja gut, ich entdecke mich eigentlich jeden Tag irgendwo, wenn ich also in der Technik unterwegs bin. Wir machen ja sehr, sehr viel Kubernetes, sehr, sehr viel Proxmox, wo ich mir oft denke, ah, und da könnte man noch ein Detail machen, da könnte man noch was beisteuern. Und eigentlich müsstest du das noch ein bisschen schöner machen und dann könnte man das in die Open-Source-Community zurückgeben, aber so schäme ich mich doch ein bisschen dafür, was ich da hingewurschtelt habe. Und das sind genauso die Dinge. Ja, es ist doch so, wenn ein anderer deinen Code sieht, also ich habe ganz wenig bis jetzt Open-Source freigegeben, auch wenn ich es immer wieder vornehme und mir geht es gar nicht darum, dass das für mich irgendwie Betriebsgeheimnisse sind oder so. Aber irgendwie schäme ich mich dann teilweise dafür. Ich bin halt kein Entwickler der weiß, was er tut auf gut Deutsch. Also ich glaube schon, dass ich eine gewisse Ahnung habe. Aber die Qualität, wenn ich die dann ansehe mit anderen Vergleich, habe ich dann immer so, ja, eine mentale Hürde, nenne ich es mal. Und das wäre was, wo ich mich wesentlich stärker damit beschäftigen könnte. Kann ich total verstehen, das mit dieser Hürde. Also ich mache tatsächlich fast genau den anderen Weg. Ich veröffentliche quasi fast alles, was ich so von mir gebe, auch im Code. Fast alles auf jeden Fall. Und ist schon eine große Hürde zum einen. Und vor allen Dingen, du legst ja offen, wie du arbeitest. Das kann dir natürlich auch groß zum Verhängnis werden, ne? Wenn du doch mal irgendwie einen groben Fehler gemacht hast. Sowas passiert eben manchmal, ne? Hatte ich auch schon mal. Und ist, glaube ich, schwierig. Vor allen Dingen natürlich in deiner Position. Wie viel seid ihr in eurem Unternehmen? Also insgesamt über alle Bereiche hinweg, über alle Abteilungen und also bei mir ist das ja relativ stark verzweigt durch das, dass ich teilweise für Unternehmen Teams führe, in Unternehmen Teams führe. Ich würde mal sagen, summa summarum um die 30, 35. Schau, du hast ja da eine enorme Verantwortung und wenn man dir ans Bein pissen möchte, geht es denn damit wahrscheinlich relativ einfach? Im Gegensatz zu anderen, die eventuell nur alleine schaffen oder nur mit relativ wenigen. Ganz klar. Weil ich ehrlich zugeben muss, aus der Perspektive habe ich das nicht gesehen. Und selbst jetzt, wo du es erwähnst, ist es nichts, was in mir hochkommt, wo ich mir denke, okay, da würde ich jetzt irgendwie, du hast natürlich recht, alles, was Fläche ist. Also ich hatte da ein relativ interessantes Ereignis mal vor 2, 3 Jahren, habe ich festgestellt, dass wir in einem Cluster, Let's Encrypt kennt ja jeder, denke ich, also Zertifikate ausstellen, ne, werden alle 3 Monate erneuert. Und irgendwann mal ist mir aufgefallen, dass ein Endpunkt angegriffen wird, der eigentlich nicht erratbar ist. Also das war ein Testendpunkt, der eigentlich eine kryptische URL hatte und plötzlich sind auf diese URL Angriffe gelaufen, sind auf der Web Application Firewall aufgetaucht und ich dachte mir so, das gibt's ja nicht, wer hat denn bitte diesen Endpunkt erraten? Nie und nimmer. Und dann habe ich mich lange mit dem Thema beschäftigt und habe herausgefunden, das war damals ganz neu für mich, vielleicht wisst ihr das schon, es gibt eine Website, die heißt crt.sh, da ist jedes Zertifikat, das jemals ausgestellt wurde von Let's Encrypt, dokumentiert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Angriff auf ein Unternehmen plane, dann brauche ich das nur eingeben und dann sehe ich schon mal, was haben die dann. Und wenn ich dann sowas habe wie VPN-Punkt oder Testpunkt oder. Und das fand ich damals super erschreckend. Weil natürlich ist Sicherheit durch Verstecken keine Option auf der Seite. Ne? Also es sollte nie das Konzept sein. Aber auf der anderen Seite so eine offene Bibliothek zu haben, ist halt auch wieder schlecht. Und es war damals für mich so ein Punkt, wo ich das nicht so gut fand. Und da sind wir dann auf Wildcard-Zertifikate umgestiegen. Ist ein Punkt, ja. Auch ein ganz großes Punkt. Ich glaube, wir haben schon uns im Voraus kurz ein bisschen unterhalten. Ich glaube, wir können Stunden füllen, ne? Ein großes Thema ist ja auch Security by Obscurity und so weiter. Ne? Da kann man viel, viel weiter rein ins Thema. Aber ich glaube, da wollen wir gar nicht die Zuschauer so lange mit nerven. Was ist denn so bei euch die letzten Wochen passiert? Oder was hat euch vielleicht beschäftigt? Okay, würdest du gleich ins Thema oder, rein? Oder wir haben vergessen, so ein bisschen hier mit Kiel und so, ne? Ja. Es ist ja nicht so, dass wir einen Plan hatten, aber diesmal hatten wir einen Plan. Rein theoretisch. Nein. Also Dinge, die irgendwie demnächst passieren werden, ne? 19., 20. und 21. sind ja die Kiel Open Source und Linux Tage. Sogar schon zum 22. Mal und 3 von 4 werden live vor Ort sein und wir haben 2 Veranstaltungen zusammen, einmal Kaffeekuchen Pinguin und den Tuxflash wird es live vor Ort vor Publikum auch dort geben und daneben gibt es natürlich 2,5 Tage volles Programm, sehr, sehr viel Programm sogar ein Tickchen mehr, als wir eigentlich Räume hätten. Darum gibt es eine Workshop-Area, einen Workshop-Bereich,
der eigentlich ein Flur ist, damit wir jetzt keinem hätten absagen müssen. Also von daher, da tut sich eine ganze Menge. Wir haben noch eine Ausstellung dazu, gemeinsames Grillen, Frühstücken, Verlosung. Ich bastel im Moment so ein bisschen an einem Rätselbereich, so ein bisschen Spiel und Spaß kommt auch mit dazu. Und es gibt viele weitere kleine Veranstaltungen und sonst irgend, ja, also alles, was so eine Vor-Ort-Veranstaltung doch schon irgendwie ausmacht, ne? Also Gespräche so zwischendurch mal, alles, was vor Ort besser geht. Und das wird natürlich gestreamt auch, die Vorträge. Fast alle, ich glaube, eine Ausnahme haben wir, aber alles andere wird auch live gestreamt, aber vor Ort ist natürlich besser. Und das ist das, was mich jetzt schon die letzten Wochen, also nicht bloß die letzte Woche, sondern schon ein paar mehr Wochen insofern begleitet hat. Ich organisiere das als einer der, sagen wir mal, 3,5, die das relativ stark organisieren, die eine Menge damit zu tun haben. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Kleinkram dabei. Ja, und das sind viele Punkte, die mich da insofern beschäftigt haben. Hat nicht unbedingt alles was mit Linux zu tun, sondern wirklich mit sehr viel Organisation. Wir haben auch ein bisschen Server-Hardware natürlich in der Landschaft, die auch gepflegt werden soll, aber ja, das sind im Moment jetzt nicht die großartigen Baustellen, sondern Streaming haben wir jetzt getestet. Wie bauen wir das Ganze auf in den Räumen? Kommt jedes Jahr ein bisschen was dazu, ändert sich ein bisschen und so weiter und das macht alles irgendwie so Arbeit. Von daher habe ich jetzt auch nicht so ein großartiges Thema, was das jetzt irgendwie angeht, was mich jetzt wirklich so begleitet hat. Ich habe mal wieder geguckt, was gibt es denn so, also so Nachrichtenportale gucke ich so oder so denn mal, was es da gibt, was irgendwie ein interessantes Thema wäre. Und da habe ich mir jetzt 3 rausgepickt, wobei eins eigentlich bloß so richtig interessant ist. Können wir sonst vielleicht nachher noch mal gucken, aber wir können auch gerne irgendwie was anderes haben, denn ihr habt bestimmt auch irgendwelche tollen Themen, die euch wirklich begleitet haben. Ja, ich wollte noch darauf eingehen. Also Kilux haben wir damit abgearbeitet und eigentlich jetzt so das Pseudonym, was sich so ein bisschen von uns beiden eingeschlichen hat, kommen wir zum Tux-Tag, obwohl es die Tux-Tage sind. Der Tux-Tag, ja. Ja, der findet am 2. November statt. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis, ich meine, 31. September, der war gut. Ich glaube, bis 30. September oder so könnt ihr noch Vorträge einreichen. Tuxtage.de könnt ihr mal entweder in die Beschreibung schauen oder werdet ihr finden. Da suchen wir noch ein paar Vorträge. Und genau, das Ganze ist online. Ne? Die Kilux sind nebenbei auch online verfügbar, hybridmäßig sozusagen. Die Tux-Tage sind nur online. Ne? Also genau, und da gibt es natürlich auch wieder ganz viele Vorträge, Diskussionen und so weiter, wie ihr es gewohnt seid. Dieses Jahr nur an einem Tag, ganz klar, weil wir uns dieses Jahr nicht ganz so viel vornehmen wollten, weil einfach schon relativ viel privat da, ich sag mal, nochmal abläuft und dann im nächsten Jahr machen wir es dann wieder ein bisschen größer, aber trotzdem freuen wir uns da ganz herrlich genau, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Ja, wenn wir schon dabei sind, wo kann man dich denn erreichen, IT an der Bar? Außer an der Bar. Um echt zu sein, würde ich sehr gerne. Ja, also an der Bar ist natürlich die eine Option. Das ist auch die gemütlichste mit Sicherheit. Über YouTube kann man uns natürlich anschreiben. Ich bin auch auf LinkedIn zu finden. Oder dann alternativ über klassisch, also wir ich habe auch ein Unternehmen, die Drensec, dort über die Website entsprechend. Und so kann man mich relativ gut erreichen. Und wenn irgendwas ist, mit mir in Kontakt treten. Ihr habt es auch geschafft, weil ihr seid ja genau über diesen YouTube-Kanal dann auf mich gekommen. Und so sind wir jetzt hier in dieser Runde gelandet. Und genau, das sind so wahrscheinlich die klassischen, einfachsten Wege. Sehr cool. Ja, dann wisst ihr auch schon mal Bescheid, wie ihr den Rest von uns erreicht. Ich glaube, das wisst ihr, beziehungsweise sind wir da durch. Vielleicht bei den Themen. Ich würde sagen, ein Thema dominiert ja die letzten Wochen immer mal wieder doch die Newsportale, und zwar ist das Telegram. Seid ihr da so drin?
Was ist da so eure Meinung dazu? Ne? Vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben. Der, ich sag mal, CEO, der Chef, der Gründer von Telegram, wurde in Frankreich verhaftet. Und seitdem ja, bebt doch da sehr die ganze Welt rund um Telegram. Vor allen Dingen wird auch immer wieder hinterfragt, inwiefern Telegrams Praktiken ja, ne, für uns passen, sagen wir es mal so. Und genau, ja, hat jemand von euch da große Berührungspunkte direkt beispielsweise mit Telegram oder mit diesem Messenger an sich? Also meine Berührungspunkte sind wirklich nur oberflächlich. Ich hatte dazu tatsächlich mal ein Video gemacht, als wir Messenger verglichen haben. Persönlich, also das ist eine persönliche Meinung, ist es natürlich immer ein Beigeschmack, ne? Also der Gründer oder CEO kommt er aus Russland. Ich bin auch der Meinung, ich habe heute immer was gelesen, dass der Putin sich irgendwie mit ihm getroffen hat und gesprochen hat und dazu auch nochmal ein Statement geliefert hat. Ich kenne aber den Inhalt nicht, also ich weiß jetzt nicht, worum es ging, ich habe nur die Headline gelesen. Und das ist natürlich immer schwierig irgendwie einzuschätzen. Hm. Wie sieht man das? Auf der einen Seite gab es ja damals auch mit dem Virenscanner aus Russland, der hat ziemlich einen Shitstorm auch von BSI selbst getrieben. Und es ist halt, ich glaube, es muss jeder auch für sich selber irgendwo entscheiden, wie er das für sich einkategorisiert. Ich finde es wahnsinnig schwierig. Also Telegram hat auf der anderen Seite ein ziemlich hohes Bug-Bounty-Programm gemacht, ne, um Fehler in ihrer Verschlüsselung zu finden. Das ist die andere Seite. Also da sagen sie, hey, gib ihm. Was nicht heißt, dass es nicht Masterkeys wieder gibt. Also das ist ja so ein Hin und Her, das kannst du einfach nicht greifen. Ja, schwierig. Was ich interessant finde, dass viele, also dass es sich einige Privatsphärenschützer getroffen habe, die sagen, ja, Telegram ist unbedingt sicher. Ich würde Telegram vor Signal, WhatsApp und Co. Nehmen. Und da frage ich mich doch, also die Chats sind ja nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Da ist ja WhatsApp auf dieser Ebene ja eigentlich nochmal sicherer als Telegram. Das fand ich auch sehr interessant immer wieder, was da kommt. Also bei Telegram musst du es ja quasi erzwingen, dass verschlüsselt wird, während bei WhatsApp und Signal das genau. Standard ist. Grundsätzlich ist auch so, dass das Signal-Protokoll ja auch in WhatsApp wiederverwendet wird. Und ich glaube auch im Facebook Messenger, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Aber also die Aussage finde ich auch relativ spannend. Ja, jeder so, wie er es einschätzt, ne? Absolut. Eins muss man sagen, das Konzept von Telegram ist ja relativ simpel. Also zum einen, damit sie gar nicht so von irgendwelchen Staaten gefischt werden können oder beziehungsweise beeinflusst werden können, haben sie die Verschlüsselungskeys für beispielsweise Land X in Land Y gespeichert, was mit Land X gar nichts zu tun hat. Das heißt, also wenn wir jetzt aus der westlichen Welt an oder wenn irgendein Staat oder Unternehmen, ja, Staaten besser gesagt, ne, dann an Telegram herantreten möchte, hey, gib mir die und die Chats, sagen die, ja, die Backups-Keys haben wir aber nicht als diese Unternehmen, die sind dann, oder diese Abteilung, die sind dann ganz woanders, am anderen Ende der Weltkugel, wo wir eventuell nicht die guten Beziehungen haben. Und dadurch hat das Telegram eigentlich ganz gut geschafft in der Vergangenheit, da solchen Sachen immer entgegenzukommen. Und sie haben auch nochmal einen ganz großen Punkt. Die Standard-Telegram-Version ist sehr, sehr einfach in der Moderation. Sie haben nämlich gar keine. Und das ist ja eigentlich auch das, was ich glaube, am meisten Telegram vorgeworfen wird. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Beispielsweise, ich habe mir überlegt, eine Mastodon-Instanz selber zu betreiben. Wir haben ja schon ein Forum relativ groß und so weiter. Und da sehen wir auch immer wieder solche Randfälle in der Moderation. Ja, wie handhabst du das Ganze? Du willst eigentlich alles so gut wie möglich durchlassen, möchtest aber auch nicht jetzt eine Schleuder für irgendwas werden. Und von daher, da diesen Grad zu gehen, der ist extrem schwierig. Und auch die riesigen, ich sag mal, Social Netzwerke sind es ja eigentlich am Ende, ist ja Telegram am Ende auch. Da ziehe ich tatsächlich meinen Hut vor, da dann doch mal besser, mal schlechter, dann doch diese Linie zu ziehen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, wo Telegram, ja, was da eben vorgeworfen wird, dass man da sagt, hey, deswegen ist Telegram auf jeden Fall sehr, sehr kritisch gesehen. Nutzt ihr selber Telegram im täglichen Gebrauch? Von mir aus ein Nein. Also ich glaube, das ist wieder eins von diesen Messengern, wo man wahrscheinlich direkt eine Telefonnummer braucht, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube eventuell sogar nicht mehr. Ne? Okay.
Brauchst du also, keine. Ich glaube, Telegram ist einer der wenigen, wo du nur einen Benutzernamen brauchst. Ich glaube, Signal hat das jetzt auch so. Ich meine, die haben da was umgestellt, ist aber gefährliches Halbwissen in der Hinsicht. Aber war früher auf jeden Fall immer mehr so. Ich muss sagen, ich habe, ja? Sonst, also ich habe neben, also weil ich es nicht aktiv benutze und mir das eigentlich bis jetzt ziemlich egal, also dass der Chef-CEO davon in Frankreich gefangen genommen wurde, das habe ich schon irgendwie mitgekriegt, aber es betrifft mich halt nicht, von da habe ich jetzt nebenbei mal ein bisschen geguckt, um das Ganze so ein bisschen einzugrenzen, also wie das aufgestellt ist. Also der Client steht unter der GPL, aber der Server selbst ist proprietär. Und ihr hattet ja gesagt, dass da ein Schlüssel in einem anderen Land abgelegt wird. Diese Schlüssel sind für Gruppenchats da, aber wenn man jetzt 1:1 Kommunikation macht, dann... Das ist woanders dann, ja. Also von daher, das ist ja irgendwie ein Sicherheitsrisiko. Eigentlich sollst du ja bei diesen Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen keinen vermittelnden Server haben, der das Geheimnis für sich irgendwie hat. Das klingt erstmal insgesamt nach einer ziemlich dummen Idee. Aber wenn man jetzt solche Gruppenchats hat, so dass man hinterher auch diese Teilnehmeranzahl auch noch vergrößern kann, dass die denn vielleicht auch vergangene Teile von dieser Gruppe oder von diesem Chat lesen können soll, muss es ja irgendeine Instanz geben, wo dann gesagt wird, du gehörst jetzt dazu, übrigens, das ist der Schlüssel, du darfst es jetzt entschlüsseln. Dafür ist es da. Funktioniert so? Ich meine. Okay. Die Frage wäre, die sich mir stellt, wenn die Schlüssel von Land X und Land Y liegen, wie funktioniert das dann, wenn in einem Chat aus beiden Ländern die Personen sind? Das ist also, eine gute Frage. Ist ein Punkt. Das stimmt in der Tat. Ja. Vielleicht gibt es ja mehrere oder da nochmal extra Schlüssel, die dann in Land Z liegen. Ne, das kann auch sein, dass man das da nochmal drum hat. Aber gut, da steckt man nicht hinter Telegram. Aber an sich, ich würde sagen, eines der spannendsten Messenger, finde ich, auf der Ebene. Und was ja Telegram vor allen Dingen, also wir haben ja technologiemäßig relativ viel Telegram zu verdanken. Also ich meine, sie waren einer der ersten, die Sticker mit rangebracht haben, die diese Bots an sich vorangebracht haben. Also es gibt ja tausende Telegram-Bots, was man, ein Bekannter von mir hat einen Telegram-Bot für sich geschrieben, der ihm per Telegram geschrieben hat, wenn seine Waschmaschine fertig war. Und sowas, ne? Also da hat man schon viel gemacht. Ich würde sagen, in puncto Messenger. Ich habe tatsächlich ein paar Kontakte über Telegram, aber ganz einfach, weil ich WhatsApp boykottiere und dann ein paar anderen Nutzern dadurch entgegenkommen, dass ich dann halt wenigstens da noch erreichbar bin, unter anderem. Aber so groß sonst würde ich es auch nicht viel mehr nutzen. Ich würde sagen, was nutzt ihr hauptsächlich in der Hinsicht als Messenger oder was würdet ihr empfehlen? Wieder empfehlen, also nutzen. Also persönlich nutze ich, wo es möglich ist, tatsächlich Matrix. Aber es ist halt, die Verbreitung ist halt super, super schmal. Ich behelfe mir halt mit Bridges, weil du kannst halt den ganzen Traffic bridgen, hast dann nur den einen Messenger. Das ist auch nicht die ideale Lösung, aber irgendwie fühle ich mich dadurch, ich nenne es mal unabhängiger. Also es ist halt alles bei mir. Wir sind selber natürlich Betreiber von Infrastruktur. Wir kennen uns alle mit Servern aus, auch hier in der Runde. Und das ist so für mich das Naheliegendste, dass ich diese Infrastruktur selbst betreibe. Genauso Punkte wie jetzt ein Bot. Also ich habe das tatsächlich auch in der Hausautomatisierung bei mir. Das läuft halt über irgendwelche Matrix-Bots dann, die dann über irgendwelche Webhooks angesteuert werden. Funktioniert super. Und ja, das ist, was ich tue. Da hast du mir so ein bisschen den Loop schon vorausgenommen, ja. Ja, nee, ganz klar. Ne? Also, ich glaube, wir wissen ja alle, was wir generell von den anderen Messengern, wie WhatsApp oder hier Facebook Messenger oder sowas halten. Ich glaube, das braucht man nicht groß vertiefen. Signal ist nochmal so eine Sonderrolle, würde ich sagen. Wobei, ja, wenn wir die Möglichkeit haben, unsere Infrastruktur selber zu betreiben, in der Hinsicht das so einfach, zu nutzen, dann sollte man das auf jeden Fall verwenden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich implementiere das in dem ein oder anderen Unternehmen auch schon und dann haben die halt ihren eigenen Chat da drauf und sind dann da auch komplett unabhängig. Und dann sind auch solche Regularien, was ja die EU eventuell versucht, hier solche Generalschlüssel zu haben oder solche Hintertüren eingebaut zu haben.
Das interessiert uns dann nicht mehr. Und ich glaube, das ist einer der größten, oder ein großer Trend, den wir, glaube ich, langfristig sehen werden, dass immer mehr Rechnerleistung oder immer mehr Services auf die Unternehmen selber gehen oder mehr on-premise sozusagen dann gehostet werden. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, auch in Zeiten von Cloud, wo man natürlich immer versucht, alles so schön wie möglich auszulagern. Aber ich glaube, da wird es auf jeden Fall eine Gegenbewegung geben. Jedenfalls, ich merke sie so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Also ich ganz kurz, also ich fand das, was du mit Matrix im Unternehmen gesagt hast, ich würde da gerne noch was dazugeben. Ich habe da ein total spannendes Projekt letztes Jahr gemacht. Wir haben Matrix als Multi-Channel-Tool genutzt in Kombination mit Zamat. Also Zamat kennt man ja vielleicht, Ticketsystem, auch aus Deutschland stammend, Open Source. Ja. Matrix kennt man vielleicht der eine oder andere auch, ähnliches Konzept, also Open Source und ein offenes Protokoll. Und wir sind dann hergegangen über die Bridges und haben dann Zamat dazu gebracht, sozusagen die Multichannel, also Signal, Telegram, Facebook, WhatsApp und so weiter, alles darüber in den Multichannel-Kanal zu geben und dann dadurch die entsprechende Kommunikation des Unternehmens zu steuern, ohne dass große Anbieter, wie ich nenne jetzt einfach mal Zendesk, dort halt ihr wirklich abfischen. Also die Beträge, die dort verlangt werden, die sind nicht ohne. Und man kann das mit so einer Infrastruktur nachbauen und das auch wirklich für ein Unternehmen. Also das ist verfügbar, das funktioniert, das ist stabil. Man braucht halt jemanden, der sich darum kümmert, dass die Bots ab und zu aktualisiert werden, damit die nicht die API irgendwie, die Anbindung verlieren aufgrund von Versionierung. Das wollte ich nur kurz dazugeben. Ist ein absolut cooler Gedanke und ich wollte noch irgendwas dazu sagen, ist mir entfallen. Nee, aber absolut, kann ich total verstehen. Ja. Und finde ich cool, dass ihr da auch in die Richtung hingeht. Läuft bei euch super oder habt ihr da... Also läuft super. Also läuft super. Okay. Ja, es ist natürlich schon so, es ist natürlich, wenn du jetzt ein Zendesk einkaufst mit WhatsApp Business und Co., ist natürlich alles... Es ist nicht aus einer Hand, aber es ist natürlich, da hängen große Entwicklerbuden dahinter, die sich natürlich schon Gedanken machen. Aber den Ansatz halt zu gehen und zu sagen, man macht das Multi-Channel-Marketing einfach in so einem System rein und steuert halt wirklich mit lokalen Anbietern, also die Zamat-Vertretung, wo der Vertriebler herkam, der ist irgendwie 10 Kilometer weiter. Ne? Der kommt halt gleich direkt zu dir und quatscht mit dir. Ich finde sowas einfach persönlicher. Das ist irgendwie... Ich habe auch echt einen kleinen Schock und eine negative Gänsehaut gekriegt, als es dann hieß, ja, Bayern geht halt jetzt wieder doch in die Cloud zu Microsoft. Ja. Und ich mir so gedacht habe, was war denn da mit Unabhängigkeit? Was war denn da mit, wir haben doch hier so viele Anbieter, wir haben so viele Leute, die wissen, was sie tun. Warum mache ich solche Schritte? Und das war halt für mich so ein Beweggrund, mit dem Unternehmen zusammen zu sagen, okay, lasst uns doch mal so einen Schritt gehen, lasst uns doch sowas mal versuchen. Und es gibt da viele Kleinigkeiten und Details, die noch verbessert werden müssen. Ja, dass das irgendwie jetzt nicht absolut smooth läuft, glaube ich, ist jetzt auch nicht ein Geheimnis, wo man sich jetzt denken kann. Aber es sind halt jetzt Details, wo es dann ums Backfilling geht, wenn irgendwann was ausgefallen ist. Wie kriege ich es hin, dass die Nachrichten einlaufen, dass keine Dubletten entstehen und so weiter und so fort. Aber das sind jetzt wirklich noch kleine Dinge. Und dafür kann das Unternehmen halt in jeden Messenger skalieren, der dort eine Bridge anbietet. Und das kriegst du halt nirgends anders für eine kleine Instanz-Matrix. Das ist cool. Und ich glaube, das Limitierende für die Unternehmen ist die Zugänglichkeit. Ja. Ne? Das ist, ich würde sagen, eines der, wenn nicht der Faktor der unserer freien Softwarewelt, sage ich mal, dass super viele Projekte relativ schwer zugänglich sind. Und ich glaube, da ist noch viel zu holen auf jeden Fall. Das ist jedenfalls auch so ein bisschen in die Richtung, wo ich mich so ein bisschen bewege. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, dass das einer der Faktoren ist, warum wir noch da sind, wo wir sind, sage ich mal. Und warum trotzdem noch Zendesk oder wie sie auch alle heißen, auch in anderen Bereichen, die bieten eine fertige Lösung an. Ne? Kann man seine Kreditkartennummer eingeben und quasi mit einem Klick starten. Und ich glaube, das ist ein Ding, was bei uns noch, natürlich auch durch dies, also ist ja nicht unbedingt, ist ja klar, dass es so ist, ne? Sind ja alles einzelne, ich sag mal, Komponenten und alles einzelne Leute wie du und ich. Und ich glaube, da braucht es manchmal vielleicht ein paar Leute, die dann genau sowas dann nochmal eine neue Sphäre vielleicht heben.
Ich springe noch mal ein bisschen zurück. Du hattest, glaube ich, die Frage gestellt, wie sich das entwickelt, mit ob die Leute das lieber selbst betreiben wollen oder quasi alles weggeben. Typisches kommt drauf an, also so ein Horrorszenario, was ich live miterlebt habe, ist eine Beratungsfirma, die quasi alles outsourced. Also die haben gefühlt überhaupt nichts mehr selbst. Die kaufen sich, für mich sieht es aus, ziemlich wahllos irgendwelche Services zusammen. Also die haben keinen eigenen Mail-Server. Die ganze Kommunikation läuft über ein, ist zwar noch EU, dieser Mail-Server. Da haben die eine Mail-Dienstleistung eingekauft. Dann haben die bei einem anderen Dienstleister eine Terminverwaltung eingekauft, die mit diesem Mail-Server zusammenspielt. Und da haben die so ein Konglomerat aus verschiedenen einzelnen gekauften Komponenten miteinander irgendwie mehr oder weniger gut verstöpselt. Und ich habe dann danach gefragt, naja, also diesen Mail-Server, den ihr da habt, der diese Mailings raushaut, diese URL, die sieht aus wie richtig böser Spam. Also nicht irgendwie Firma XY und sonst irgendwas, sondern so eine elendig lange URL mit einem Domain-Namen, der einfach überhaupt nicht vertrauenswürdig aussieht. Also dieses typische Spam-Misszeug, so Marke hier. Du musst dein Konto bei der Deutschen Bank aktualisieren. Klicke hier. Also so sieht diese URL aus. Habe ich danach gefragt, wie denn das nun ist, ob das alles so seine Berechtigung hat und ob vielleicht jemand mal in diese Datenschutzvereinbarung reingeguckt hat. Denn das Erste, wenn man bei diesen Dienstleistern nachguckt, ist, ja übrigens, wir verwenden alle Daten, die bei uns durchgeschleust werden für Marketing und wir verkaufen das auch alles weiter. Finde ich jetzt nicht so toll, ob man das eventuell ändern könnte, aber können die natürlich nicht. Die Entscheidung ist irgendwo anders getroffen, war vielleicht ein paar Cent günstiger als das, sinnvoll selbst zu machen, ob das nachher datenschutzkonform ist, wenn es durch X-Server durchläuft. Teilweise liegt es auch in den USA. Die sind ja so ein bisschen entspannter, was Datenschutz angeht und die Verwendung von Daten, die dort eingeliefert werden. Und selbst wenn man den Datenschutzgedanken einfach mal wegschmeißt, wenn jetzt an einer Stelle was ausfällt, diese Mailing-Lösung, oder die Terminvereinbarung fällt aus, Dienstleister macht dicht, hat ein Sicherheitsproblem, die ganze IT fällt zusammen oder, keine Ahnung, passiert ja alles Mögliche, dann fällt für die eigentlich das komplette Geschäft zusammen. Die können keine Termine mit ihren Kunden machen oder die können die Kunden nicht mehr erreichen, weil sie nur diesen einen Mailing-Server haben. Also von daher sehe ich auf der einen Seite eine sehr große Gedankenlosigkeit. Und es ist irgendwie komplett egal, datenschutzmäßig, sicherheitsmäßig, abhängigkeitsmäßig, es macht sich keiner Gedanken darum. Das ist die eine, also finde ich ein ziemlich extremes Beispiel, was sich aber auch relativ häufig in Unternehmen wiederfindet. Und das Gegenstück dazu ist, gebrannte Kinder, die genau wissen, wir müssen das selbst machen, wir müssen das ganze Zeugs wieder zurückholen. Wir haben Cloud ausprobiert, wir haben diese Angebote ausprobiert. Wir können das so nicht machen, einmal aus Sicherheitsgedanken und auch aus Abhängigkeitsgründen. Wenn was daneben geht, steht vielleicht unser ganzer Betrieb still und das können wir uns einfach überhaupt nicht leisten. Das geht nicht. Also sowohl als auch. Und dann gibt es natürlich die dazwischen irgendwie rumlavieren und sagen, naja gut, das eine ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, wenn das ausfällt, dann läuft vielleicht noch unsere Produktion für Brötchen, Autoteile, was auch immer. Dann machen wir gerade mal eine Woche, zwei Wochen lang unsere Kundentermine per Faxgerät. Aber also es gibt alles so dazwischen. Und zu Matrix, prinzipiell sind die ja Ende zu Ende verschlüsselt, bis auf die Sachen, die man hochlädt. Also man kann ja in so einem Matrix-Chat in so einem Kanal Dateien hochladen, ob das jetzt Bilder sind, ob das PDF sind, irgendwas. Und die werden unverschlüsselt auf einen von diesen Matrix-Servern abgelegt. Und ja, ist auch nicht so schön. Aber da bin ich tatsächlich in der Hinsicht, als Unternehmen oder als eigene Instanz würde ich
immer Matrix mir auf der IT selber hosten, dann ist dir die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eigentlich egal. Vor allen Dingen, ich mache es tatsächlich meistens so, dass ich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung standardmäßig ausschalte, weil sonst die Mitarbeiter ihre privaten Keys dann irgendwo wieder verschamarieren und dann hast du das Problem, dann können sie ihre Nachricht nicht mehr lesen. Und von daher, solange das auf der eigenen IT läuft, würde ich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sogar bei Matrix, in der Hinsicht habe ich sie dann ausgeschaltet. Ich weiß nicht. Kann vielleicht auch irgendwo natürlich nochmal Schwierigkeiten haben, vor allen Dingen, wenn man sieht, okay, gut, theoretisch könnte die Geschäftsführung dann alles mitlesen, ne? Aber die Leute können ja trotzdem noch untereinander, wenn sie möchten, hier ein Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dann aktivieren. Das ist nicht unbedingt ausgeschaltet, aber standardmäßig ist es so, dass man das eigentlich so haben möchte. Und wir hören irgendwo ganz schön ganz viel. Da möchte jemand in die Bar. Ich versteh's. Die Hausautomatisierung hat Mitteilungsbedarf tatsächlich. Ja, schön. Irgendwas ist fertig oder muss gemacht werden, aber ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so wichtig. Ich finde den Hinweis zu Matrix, also es ist halt schade, dass man es nicht zu Ende gedacht hat. Jetzt mal egal, ob man es nutzt oder nicht. Ja? Aber ja. Warum hat man da aufgehört? Warum kann ich das Feature nicht aktivieren? Mal egal, ob ich es möchte oder nicht, ob ich es brauche oder nicht, ob ich mir vielleicht mehr Arbeit damit einhole oder nicht, wenn dann solche Keys verloren gehen. Es ist halt so ein Punkt, der ist nicht fertig. So würde ich das betiteln. Und damit ist es schon irgendwie so ein schwarzer Punkt irgendwo in der Landschaft. Ich glaube, am Ende ist es auch so ein Projekt, was bei vielen Open-Source-Projekten der Fall ist. Man will so viel wie möglich da reinpacken. Also es soll so viel wie möglich gehen. Es soll die eierlegende Wollmilchsau sein. Und von daher ist es, glaube ich, für viele Option oder für viele Anwendungsfälle mindestens die zweitbeste Option. Von daher, ja, schwierig. Aber dafür kannst du ja Matrix nicht nur innerhalb eines Unternehmens nutzen, was du ja theoretisch bei Mattermost, Rocket Chat und wie sie alle heißen, ja eigentlich auch machen kannst, sondern du kannst halt noch zusätzlich ganz große publike Server oder auch, ne, ich sag mal, dezentrale Netzwerke dann halt eben damit betreiben. Ja, das ist, ich würde sagen, die größte Stärke. Und ist das schon das Fediverse Matrix oder ist es dann noch nicht das Fediverse? Sagt euch das Fediverse was? Ja. Ist das eine Definitionssache? Also gibt es dort eine gewisse Anzahl von Services, wo du sagen kannst, das gehört zum Fediverse dazu? Also ich glaube, PeerTube würde ich dazu rechnen, Mastodon würde ich dazu rechnen und Friendica, falls es das noch gibt, das würde ich sagen, gehört dazu. Aber dieser Instagram-Abklatsch, den gab es doch auch noch, ne? Nicht, also ich würde auch sagen, Friendica? Matrix würde, Diaspora gibt's. Ich schaue mir das gerade an. Ja. Ich habe da so ein. Genau, Friendica gab's, Lemmy, Pixelfett. Lemmy? Ich glaube, vielleicht was Pixelfett. Und noch viele andere. Lemmy ist. Da ist eine Maus als Logo. Mehr kann ich noch nicht sagen. Ja, also ich glaube, es ist noch nicht das Fediverse. Aber am Ende hat es ja ein ähnliches Prinzip wie das Fediverse. Nur, dass es halt. Dass die nur Matrix nutzen und das Fediverse hat, ich glaube, ein größeres Protokoll, wenn man so möchte. Oder was definiert das Fediverse eigentlich? Nur die ID sozusagen, die du dann halt eben hast und dass man die eventuell diese Nachrichten auf unterschiedlichen Plattformen, ich sag mal, versenden kannst, empfangen kannst und so weiter. Ich glaube, du kannst mit einem Mastodon-Account dich unter einem PeerTube-Video äußern, oder? War das nicht so? Aber da bin ich auch wieder ein bisschen raus. Ich muss sagen, so richtig im Fediverse bin ich nicht. Also ich Mastodon, ne? Klar, aber sonst, ja. Aber ist, glaube ich, auch wieder so eine Sache, eine Ecke des Internets, die sich vielleicht erstmal nochmal durchsetzen muss oder wo man dann auch erstmal nochmal andere Anwendungsfälle haben braucht oder eventuell auch Ideen sieht, also ich glaube, bei euch ist es ja genauso. Solange man ja kein Problem hat, schaut man sich ja keine anderen Lösungen an. Ne? Und das ist, glaube ich, so die Sache, die ja uns auch vor allen Dingen in der Linux-Welt ja extrem verfolgt. Ja, solange hier das Windows 7 vom Bauer irgendwas läuft, da kümmert er sich nicht drum. Ne? Nicht nur Bauer, sondern auch hier der Hochschulprofessor und so weiter, ist ja egal. Ich glaube, das ist also ein generelles Problem. Aber da drehen wir uns manchmal im Kreis.
Wir hatten bis vor wenigen Jahren noch Leute, die aktiv Windows XP benutzt haben, weil sonst die Melkmaschinen nicht funktioniert haben. Wir haben auch einige Agrargenossenschaften, die wir betreuen. Es ist halt so. Also kommt vom Hersteller, dann zieh halt das Internetkabel ab. Also ja. Es muss halt funktionieren, so wahnwitzig wie es ist. Übrigens, weil ihr jetzt quasi das Thema abgeschlossen habt, ich benutze eigentlich jeden Messenger, weil ich nicht jeden zu was Besseren überreden kann, sage ich mal. Also ich weise mal darauf hin, war das jetzt so schlau, mir per WhatsApp ein Bild von deinem Dings, also deiner Korrespondenz irgendwie zu schicken, die vielleicht dann doch ein bisschen mehr Daten enthält, die da nicht sollen. Wieso, ist doch verschlüsselt? Naja. Aber nicht mehr auf deinem Gerät. Also, das ist weg. Und so eine Späße. Also, ich gebe dann einfach nur noch meine Empfehlung und dann ist das so. Ja, kann man handhaben, wie man möchte. Nebenbei, so eine Sache, so ein Fact, den, glaube ich, ganz viele auch nicht auf dem Schirm hatten, ich auch nicht, dass Telegram relativ gut mit dem Schweizer Staat kooperieren muss. Das heißt, dass die tatsächlich Hintertüren auf Anfrage einbauen. In Chats. Ja. Das war mir gar nicht so bewusst. Also ist mir egal. Ich glaube, dem Schweizer Staat auch egal, was ich versende. Aber fand ich interessant. Aber die Schweiz hat doch seinen eigenen Telegram-Fork. Teleguard. Threema war es jetzt eben. Na, aber Teleguard gibt es doch auch. Das war doch von der Schweiz, oder? Ich muss nochmal gucken. Es gibt ja auch nicht die eine Version von Telegram. Du hast ja auch noch die Version von Telegram, die auf den Play Stores sozusagen läuft. Also Google Play Store und Apple App Store. Da wird es dann moderiert, witzigerweise. Ne? Weil sie sonst rausfliegen würden. Das ist. Ich meine aber wirklich Telegard. Sicher verschlüsselt, genial. Der Messenger aus der Schweiz wird es beworben. Telegard. Genau. Ich habe das Gefühl, jede Woche entdeckt man eine neue Messenger-App, oder? Ja, deswegen. Also ich glaube, Telegram hat in der Welt Spuren hinterlassen, und zwar viele. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es hat die Messaging-Welt geprägt. Und eins muss man sagen, ich glaube, ob es gut oder schlecht ist, ich glaube, man kann da in Telegram am meisten, ich glaube, fast unendlich Leute in solche Gruppen-Chats holen. Ich glaube, wo WhatsApp seine Begrenzung bei 1000 hat oder sowas, meine ich, kannst du es bei Telegram jetzt auf unbegrenzt zählen. Wobei, ich glaube, WhatsApp jetzt auch so eine Channel-Funktion hat für Creator oder sowas, wo die dann auch nochmal Sachen rausposaunen können. Ja, irgendwie kupfern natürlich alle voneinander ab, aber das ist ja fast überall so. Ja, vielleicht nochmal, gibt es ein Thema, was dich gerade beschäftigt, Michi? Wenn du. Ich beschäftige immer sehr viele Themen. Also die Hauptthemen, die mich eigentlich immer umtreiben, Sicherheit, also von Servern überwiegend, natürlich auch von Clients dann zum Schluss. Aber Serversicherheit ist für mich immer so ein Thema, durch das, dass wir halt, ja, ich weiß nicht, wie viel hundert der Metal-Server betreiben, auf denen dann ja wieder Kubernetes, Proxmox und Co. läuft. Treibt mich das immer um, ja, und wie machst du so einen Server sicher, wie stellst du auch sicher, dass halt, ja, wenn du Dinge per Hand machst, wenn du Dinge nicht wirklich automatisierst, nicht überprüfen, nicht monitoren kannst, wie kommst du in solche Situationen rein, wie geht man damit um, wenn man solche Landschaften vorfindet und was ist da auch wirklich die Wahrheit? Also wir haben Server, die wirklich mittlerweile extrem geschützt sind, habe ich so das Gefühl, also wo wirklich bis zur SSH runter, natürlich Private-Public-Key, dann nochmal zwei Faktor oben drauf mit Privacy-IDE und dann nochmal extra User-Account und dann nochmal Sudo und. Dann auch dieses Ganze, wenn sich dann diese ganzen Netze kaskadieren, eben zum Beispiel, was wir vorher mal kurz bevor es losging, diese SDNs, die wir hatten, und dass die Komplexität immer mehr zunimmt und man das eigentlich schon gar nicht mehr durchdringen kann. Also wenn wir solche Nodes haben, wo zum Schluss irgendwie 15.000 Container laufen in zig verschiedenen Namespaces, die alle zwar isoliert sind, aber wie bekomme ich da Transparenz rein? Also wie kann ich das prüfen, dass wirklich das, was ich konfiguriert habe, auch genauso funktioniert, wie es ist? Sowas treibt mich immer um. Und da habe ich die letzten
die letzte Zeit immer auch viel Arbeit damit verbracht, wie ich sowas eben dann zum Beispiel über Grafana, also über Prometheus, nutze sehr viel Prometheus im Backend für die Metriken, wie kriege ich sowas transparent, also wie kriege ich es hin, dass wenn jemand einen Fehler macht, wir das im Alerting sehen und es also wieder zurückrollen können, weil Fehler sind menschlich, die passieren einfach und man muss einfach damit kalkulieren. Und genau diese Ebene beschäftigt mich immer sehr stark. Was mich tatsächlich die Woche ein bisschen eher umtriebig gemacht hat, das hat uns persönlich nicht wirklich betroffen, aber ich fand es ein bisschen schade. Nürnberg, ne? Schlagwort, Contabo, die haben da ja einen ziemlichen Bock geschossen am Montag. Deshalb fand ich halt super, super traurig irgendwie. Wir haben bei Contabo quasi keine Server. Also wir haben da irgendwie 4 Server. Das war mal eine Teststellung, als wir mit dem Support im Kontakt waren, weil deren Router Probleme hatten und uns erklärt hat, dass die Server nicht richtig laufen. Wir denen versucht haben zu erklären, hey Leute, das sind die Server, wie ihr sie hingestellt habt. Wir haben da noch nicht mal was konfiguriert. Was, wie? Ne? Also, schön immer den Spiegel vorzuhalten. Ne? Ja. Und das fand ich halt super bitter. Also wir hatten da tatsächlich irgendwie eine Proxmox-Node noch, die wir aufgrund der IP-Adresse Whitelisting bei einem Kunden da halt irgendwie eine Vertrauensstellung genießt. Und die ist halt weggebrochen. Das war für uns vollkommen nebensächlich. Aber dennoch habe ich halt bei X, bei Reddit und Co. gesehen, was da los ist. Und da war ja wirklich die komplette Bude tot. Ne? Und auch hier bin ich so, Fehler passieren, Schäden entstehen, aber die Kommunikation war halt derartig schlecht, die da gelaufen ist. Also wenn man sich die Reddits und so durchgelesen, oder also bei Twitter waren die super, also X heißt es ja jetzt, komme ich noch nicht ganz damit klar, ich bin in solchen Plattformen wenig unterwegs, deswegen. Und wenn man dann gesehen hat, dass die Leute sagen, hey, ich komme da nicht drauf, das funktioniert nicht, und dann kam immer wieder derselbe Post, Copy-Paste unter diese Nachricht rein, und ich denke mir so, boah, wenn ich jetzt gerade der wäre, ich wäre ja noch höher jetzt vom Level, ne? Also ich wäre ja jetzt schon stinksauer, aber jetzt wäre ich halt so richtig dabei. Und das fand ich halt super schade, weil ich ja eigentlich ein Fan davon bin, dass wir als Land, als Deutschland halt Dienstleistungen erbringen, dass wir Hostingleistungen erbringen, dass wir Produkte bereitstellen. Und ich auch glaube, dass wir da eigentlich relativ stark sind, waren, keine Ahnung, wo man das ankategorisiert. Und das sind halt dann immer solche Momente, die mich dann so ein bisschen bestürzen, wo ich es einfach nicht verstehe. Also warum kann man da keinen hinsetzen, der da irgendwie was Gescheites reinschreibt? Warum kriege ich es auf meiner Statusseite nicht hin, da einen gescheiten Verfahrenslauf reinzubringen? Jetzt kam mir irgendwie wohl hoch, dass es durch einen Blitzschlag war. Was hätten die Leute denn, was war das Problem reinzuschreiben? Hey, es gab einen Blitzschlag, wir müssen jetzt erstmal die Klimatechniker kommen lassen. Wir haben mit denen einen Vertrag, die müssen hier anrücken, die haben hier Lösungszeiten. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir in 4 Stunden schon mal wissen, was kaputt ist und dass das Ding müsste normal auf Lager sein. Die sind ja auch irgendwie ISO-zertifiziert, da müsste ja ein Riskmanagement da sein und. Wo ist das Problem, das kurz hinzuschreiben? Und jeder weiß, ah, okay, die große Sorge war ja Ransomware-Attacke, die große Sorge war OVH, ja, 2.0 und. Niemand ist darauf eingegangen, hat den Leuten die Sorge weggenommen. Ne? Niemand hat den Leuten gesagt, die irgendwie ihre Kunden da drauf haben, also die selber ja wieder Kunden auf diesen Servern betreiben, zu sagen, hey, passt auf, es ist nichts entspannt, nichts funktioniert, ja, aber es ist keine Ransomware, es ist kein Brand, es ist alles noch da. Und hier an der Stelle eine kurze Info, wir haben eine Virtual Private System, oder wie die Dinger bei denen heißen, also eine VM, das ist ein Coro-Device, also Proxmox Coro-Device, ne? Wir haben einen Testcluster, der hat nur 2 Nodes, also brauchst du ein Coro-Device. Die haben den auf April zurückgesetzt, ohne Info. Ist jetzt für so ein Quoto, die weiß vollkommen wurscht, ne? Aber also. Durch diesen Vorteil oder durch diesen Vorfall? Durch den Vorfall. Ja, komplett undokumentiert. Und wenn du bei X reinschaust und bei Reddit, gibt es mehrere, denen das passiert ist. Wenn du dir jetzt vorstellst, du betreibst du deine Mail-Server bei denen und dann hast du dann so einen Vorfall, bist froh, dass die Büchse wieder hochfährt und hast einen Datenstand von irgendwo Anfang April, hast du am besten irgendwie 100 Kunden drauf, da hast du da richtig Spaß auf einmal. Die Sache ist, wenn du es weißt, hast du ja ein Backup und dann läuft es ja, ne? Aber keiner kommuniziert mit dir. Ja, genau, ja. Das ist Punkt. Ja. Und das fand ich also super, super traurig, weil man macht da eigentlich was kaputt. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich daran liegt, dass dieses Unternehmen, also ich kenne das Unternehmen seit 2008 oder so. 2008 hatte ich da mal einen meiner ersten Server tatsächlich. Und die waren super auf Zack, die waren super freundlich, haben dir geholfen. Jetzt ist es so ein Hardware-Tausch, ne? Wenn du da einen fetten Server bei denen hast, also den Server, den wir haben, ich würde den jetzt nicht als ultra fett bezeichnen, aber der kostet 300 Euro im Monat. Das ist jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht günstig. Ja? Also ich finde die auch nicht günstig. Viele sagen Billy-Coaster und so, finde ich jetzt persönlich nicht. Also gibt es wesentlich günstigere. Dann hatten wir da mal eine Festplattenstörung, haben wir gesagt, hier, wir brauchen eine neue Disk. Ne? Haben sie uns Wartungsfenster gegeben, Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr.
Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so. Also, es ist halt nicht meine Erwartung an ein Haus. Ist nicht mitgedacht, finde ich. Ist nicht mitgedacht. Und das hat mich tatsächlich am Montag ein bisschen beschäftigt. Aber ja, aber sonst ist tatsächlich für mich so das Thema Sicherheit, weil halt genau dieses Thema uns irgendwie allgegenwärtig begleitet und niemand irgendwie einen Sicherheitsvorfall haben möchte, aus meiner Sicht. Also ist immer für mich so ein Schreckensszenario tatsächlich. Also wir versuchen uns natürlich vorzubereiten, die Backups so zu strukturieren, die Netze zu strukturieren, die Zugänge zu strukturieren und, aber sag niemals nie. Und deswegen ist das irgendwas, was mich permanent begleitet. Und vor vielen, also vor 3-4 Jahren hatten wir bereits Web Application Firewalls im Einsatz, haben uns mit dem Thema dezentrale Erkennung von Angriffen, Austausch, also zu CrowdSec zum Beispiel, mit auseinandergesetzt. Und für die anderen Ebenen eben sehr viel Ansible im Einsatz, um einfach jeden Server gleich zu haben. Ja. Und dadurch dann wieder zentral zu steuern, machen sehr viele Scans, also permanent die ganze Infrastruktur mindestens einmal täglich, um Veränderungen festzustellen, um Spacelining irgendwie zu haben, wenn mal was passiert, um das nachvollziehen zu können. Und da sehe ich aber auch oft bei anderen, wie fahrlässig eigentlich mit sowas umgegangen wird. Und wir haben bei jemanden, die weigern sich, ihre Typo3-Website abzudaten. Ich glaube, Stand 2021, wo ich halt immer sage, boah, Leute, ey, ihr seid jetzt ein Unternehmen, ihr habt eine gewisse Marktpräsenz. Ja, wenn euch irgendwer die Webseite da zerstört, ja, Defacing macht oder wegen einer Typo3-Website. Ja. Typo 3 und Shopware sind so eines der Dinger, die nie aktualisiert werden von den Unternehmen. Das ist. Ich verstehe das auch, ne? Das ist ja auch immer eine Katastrophe. Gerade läuft's noch. Ja, ist ein Punkt, ne? Also ich glaube auch diese Awareness dazu haben von solchen Sicherheitssachen, das ist wichtiger, als man manchmal glaubt. Und ich glaube, die hundertprozentige Sicherheit erreichst du ja nie. Und ich glaube, das treibt einen auch immer so ein bisschen um, okay, gut, inwiefern bin ich jetzt sicher? Und die Sache ist ja, du kannst an der einen Seite das total cool gemacht haben und mit 4-5 Hürden, aber wenn du auf der anderen Seite natürlich irgendwo einen kleinen Patzer machst, dann ist das alles natürlich wieder weg. Ne? Das ist am Ende nur so stark wie das schwächste Glied, ne? Wie man so schön sagt. Ja. Sehr cool. Und würdest du einen Tipp geben, für angehende beispielsweise, ich sag mal Serveradministratoren, die hier vielleicht zuhören, was für dich das Wichtigste ist im Punkt Sicherheit oder was dich am meisten weitergebracht hat oder welcher einzelne Fakt deine Server extrem von der Sicherheit erhöht hat? Ja, aber ob die jetzt so extreme Sicherheit erhöht haben, das ist natürlich eine Frage, die nicht beantwortet ist bis Stand heute, wir hoffen es halt. Grundsätzlich sollte man sich einfach bewusst sein, was man betreibt. Also sich bewusst sein, welche Software betreibe ich auf dem Server, wo ist die aktiv, also zumindest ein Verständnis von Ports zu haben. Hey, ich habe da einen Reverse-Proxy, ich habe dort, keine Ahnung, eine Datenbank laufen, ich habe dort ein SSH für meinen Zugang laufen. Und dann das Erste, was man tun sollte aus meiner Sicht ist, also wenn wir jetzt von Linux sprechen, IP-Tables-Regel, damit ich noch per SSH draufkomme und dann ein Drop-All im Input-Chain. Ne, damit man einfach schon mal von vorne anfängt und erstmal die ganze Bude zumacht und dann wirklich überlegen, was muss ich freigeben? Und ist es vielleicht auch sinnvoll, meinen Reverse-Proxy wirklich generell freizugeben? Oder mache ich mir vielleicht Gedanken über Geofiltering? Muss wirklich jemand aus Russland auf meine Website drauf? Das sind einfache Möglichkeiten, die man schnell implementiert hat. Ich bin kein Fan von Fail-to-Ban, weil Fail-to-Ban aus meiner Sicht ein bisschen, das könnte man besser machen, deswegen nutze ich eher CrowdSec, aber ein Apt-Install Fail-to-Ban in einem Debian- oder Ubuntu-basierten System führt zumindest schon mal dazu, dass keine stumpfen Brute-Force-Attacken mehr möglich sind. Dasselbe gilt natürlich für Private-Public-Key, sich mal einen Private-Key zu generieren mit PuTTY oder sonst was, ist kein großer Aufwand, sich damit auseinanderzusetzen, dass das Ding in ein kleines Verzeichnis unter meinem Home-Verzeichnis rein muss. Das kriegt man auch ohne weiteres hin. Und ich glaube, das sind so diese Dinge, die einen relativ schnell schon mal so eine gewisse Grundhärtung erlauben, wo ich schon mal sagen kann, okay, pass auf, mein SSH, da kommt schon mal nicht mehr jeder drauf. Also wir bei uns zum Beispiel kommen auf unsere Server nur per Jump-Host. Also SSH ist auch nicht public erreichbar. Wir hatten jetzt ja XZ-Lücke, ne? So. Niemand, also immer war so SSH, so dieses goldene Kalb, was eigentlich fast oder nur sehr selten wirklich von schlimmen Dingen betroffen war. Ne? Dann die XZ-Lücke, dann gab es nochmal einen gleich hinterher, denn der fällt mir aber gerade nicht ein tatsächlich. Ich glaube, war das nicht sudo nochmal irgendwas? Nee, das war die Regression, oder die, die aus 2006 schon mal gefixt wurde und dann nochmal reinkam. Heartbeat, was war das noch?
Heartbleed kam irgendwo dazwischen. Das war doch eher so 2016, hätte ich jetzt getippt. Oder war das SSL? Oder irgendwie konnte man Dinge auslesen, die was mit Zertifikaten zu tun hatten. War das SSH oder SSL? Irgendwas? Also das mit den Zertifikaten war SSL. Ah, okay. Bei Heartbleed bin ich mir jetzt aber an sich nicht sicher, wo das wirklich war. Also ich weiß, die Regression war eben das, was kurz nach XZ kam. Also das war irgendein Bug aus, ich glaube sogar 2006 oder sowas, der da wieder irgendwie in den Code gefunden hat. Und XZ war ja die Nummer, wo man relativ elegant ja die Repos infiltriert hat. Ich habe dazu eine relativ umfangreiche Dokumentation gelesen. Das hat schon recht elegant gemacht gewesen. Also elegant war es eigentlich nicht. Also die Skripte, die dahinter waren, waren ziemlicher Pfusch. Aber also von der Idee her, ja. Von der Idee her, das so zu machen, auf dieses, hey, du hast ja niemanden, der dein Zeug pflegt und was ist, wenn, und dann dort irgendwelche Tests zu machen mit fehlerhaften Daten, dann haben die dort ja so eine einfache, ich nenne es mal Verschlüsselung gemacht, indem sie einfach Zeichen getauscht haben, damit sie dann nirgends mehr auffallen. Und also da war schon irgendwie ein System dahinter. Und das war so, also für mich auch der Grund, warum ich sage, nichts geht mehr online. Also jeder Dienst ist weg, außer ich will, dass der wirklich öffentlich ist. Also bei einem Reverse Proxy heißt das halt für mich, dass alles Whitelist ist, außer es muss wirklich jeder draufkommen. Und das ist in den seltensten Fällen so. Und selbst wenn jeder draufkommen muss, stellt sich für mich halt dann noch die Frage, ob ich nicht mit einem Geofilter zumindest den großen Sturm weghalte. Weil es kommt halt, also jeder, der einen SSH-Server betreibt, damit anfängt, wenn ihr euch da, also nicht einen SSH-Server, einen Server betreibt, Linux-Server, dann gebt euch doch mal den Spaß, macht ein tel-f, var-log audit oder out-log, oder ein syslog oder ein journal-control-f, je nachdem, in welchem System ihr unterwegs seid, drückt auf Enter und wartet einfach, bis failed login, failed login, failed login. Da kannst du wirklich zuschauen. Der Server ist irgendwie einen Tag online und das wird einfach massiv mehr. Und dieses Bewusstsein gegenüber Passwörtern, dass Passwörter halt eine gewisse Komplexibilität brauchen, um irgendwie noch was zu bringen, auch das finde ich oft unterschätzt. Also ich sehe immer mal wieder Passwörter, wo ich mir denke, Junge, warum? Also nehmt einen Passwortgenerator, nehmt, keine Ahnung, einen Keypass, ein Vault, ist vollkommen egal. Ne? Hauptsache, die sind halt solche Dinger und nicht irgendwie so winzig klein. Und das, glaube ich, wären so meine ersten Tipps. Drop all policy auf der Input Chain. Das ist schon mal der erste gute Ansatz. Sich überlegen, wer muss auf meine Dienste. Whitelist bei Diensten, wo man update-faul ist. Also das ist ja einer der Hauptprobleme. Ne? Updates-Thema. Ja. Also wir nutzen zum Beispiel OpenCVE. Auch ein Open-Source-Tool. Ja, da haben wir alle unsere Produkte drin, die wir betreiben, pflegen, sonst was. Und wenn da was ist, da kam gerade tatsächlich eine Mail, während wir gesprochen haben, GitLab mal wieder. Und dann bin ich zumindest gewarnt, dann kann ich es mir anschauen. Also ich bin zwar immer noch in der Reaktion, ja, also ich bin immer noch hinten dran, weil ich ja informiert wurde, aber ich habe es zumindest mitbekommen. Und idealerweise vielleicht bevor irgendwelche Zero Days losgingen. Es gab schon genug verschlüsselte Server, auch zum Beispiel Zimbra oder so haben wir oft schon mitgekriegt, wenn die dann irgendwie noch eine Version 7, 8 irgendwas laufen hatten, als schon End of Life lange waren, wo die halt dann da angefangen haben, auf die Systeme einzubringen. Das ist mit Sicherheit einer der nächsten Komponenten. Die Dinge, die öffentlich erreichbar sind, muss ich mir halt bewusst werden, dass ich eine Angriffsfläche bin. Ich bin da und es gibt... Jeder zusätzliche Port, den du offen hast. Ja. Auch am Reverse Proxy. Jeder Endpunkt, der da ist. Ja? Wenn ich eine Datenbank betreibe, dann brauche ich die nicht auf 000 binden. Localhost, fertig. Ich muss lokal auf die Kiste drauf. Also ja, das sind so einfache Dinge. Ne? Und wenn ich frisch mit dem Thema anfange, es ist mir schon klar. Also ich beobachte das immer wieder. Also ich habe jetzt in meinem Leben, ich möchte nicht lügen, 10, 15 Azubis durch, die ich durch die Ausbildung gebracht habe. Und man sieht es ja. Am Anfang sind die Leute froh, dass sie es irgendwie zum Laufen kriegen. Und genau das ist das Gefährliche, wenn es dann irgendwie mal zum Laufen gekommen ist und sie alles durchiteriert haben, ja, und dann eben auch überall 0000 drin steht beim Bind und überall das Passwort nur noch Passwort ist, dann neigen wir Menschen halt dazu zu sagen, okay, jetzt läuft es ja. Und dann bleiben solche Kruxen, solche Konstrukte halt irgendwie in der Welt online. Wenn aus dem Test ein Live-System wird, das ist genau. Immer die größte Katastrophe und das passiert so oft. Das kann ich so unterschreiben. Na, wir haben erst mal geguckt, ob wir es hinkriegen. Ach, wir nehmen es jetzt übrigens. Online oder wo? Ja, oh Gott. Ja, kann ich genau das unterschreiben. Ja, genau dieses Bewusstsein, also dass man halt hier was betreibt, ja, also klar, wenn ich jetzt meinen eigenen Testserver betreibe, da sind keine Daten drauf, dann ist es irgendwie auch nicht cool, wenn ich irgendwie zum Opfer werde, nenne ich es jetzt mal in so einem Angriff. Aber sobald ich halt da irgendwie Daten drauf habe, die nicht mehr mir gehören, und das ist egal, ob das meine Geburtstagsliste ist von meinen Freunden oder ob das von Kunden Daten sind, in dem Moment muss ich einfach Verantwortung übernehmen, wenn ich einen Server betreibe.
Und dazu gehört, dass ich weiß, dass meine Sachen up-to-date sind, dass da nur drauf kommt, wer drauf soll, dass ich sichere Kennwörter habe, dass ich mich mit Firewall ein bisschen beschäftigt habe und so ein paar Grundregeln der Härtung von Systemen irgendwie verstanden habe. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Absolut, kann ich total verstehen. Ich glaube, eines der größten Punkte, die ich, meine Learnings waren, als ich mit dem Thema angefangen habe, hast du ja schon so ein bisschen angesprochen, wenn jetzt eine Anwendung läuft, heißt es noch lange nicht, dass du fertig bist, sondern du brauchst eigentlich mindestens noch einmal eigentlich den automatisierten Update-Prozess. Ich glaube, über automatisierte Updates kann man sich auch nochmal elendlich lang unterhalten. Habe ich bei mir aber meistens eigentlich schon standardmäßig so drin. Einfach weil, angenommen, mir passiert was oder sowas, gut, okay, ich bin noch relativ alleine schaffend, dass das schon mal fertig ist und du hast halt schon mal einen Kopf frei wieder für andere Sachen manchmal und dann mit Monitoring. Aber ich glaube, da kann man, ich glaube, unzählige Stunden mit verbringen. Ja. Und die Sache ist, Micha, wie sieht's aus zeitlich? Ja, sind wir noch gut im Rahmen, aber wir können gerne zum Ende kommen, wenn du schon so anspielst. Je nachdem. Also, ne? Ich habe heute nichts mehr vor. Ich bin so oder so durch. Hast du sonst noch ein Thema? Denn du bist ja relativ wenig zu Wort gekommen. Was hat dich denn sonst? Ich habe mich heute ein bisschen geärgert über meine eigene Perfektionismus ist es gar nicht. Meine Hybris als Admin, der alles richtig machen wollte, hat mich wieder eingeholt bei meinem eigenen verdammten Dienstgerät. Ich dachte, mit Debian macht man nichts verkehrt. Außer man ist in der Businesswelt mit einem Linux unterwegs und man hat eine Dockingstation mit Display-Link-Treibern. Dann tut man sich nämlich mit einem Debian richtig ins Knie schießen. Und zwar an beide. Die kommen nicht klar mit Kernel-Updates. Also die Treibersignierung funktioniert da nicht. Also ich habe heute wieder 3 Stunden damit verbracht, das zu berichtigen und dann auch mal ein Skript rumzuschreiben, damit das funktioniert. Hätte ich von Anfang Ubuntu genommen, was ich nicht wollte, was aber offiziell unterstützt wird, wäre es nicht passiert, aber naja. Manchmal muss man sich auch mit solchen Sachen beschäftigen. Warum mich meine Hybris getroffen hat, da kommen wir wieder zum Sicherheitsaspekt zurück. Ich habe meine Festplatte verschlüsselt und wollte das ganze System nicht neu aufsetzen mit Ubuntu. Hätte ich alles von vorne machen müssen mit YubiKeys und war mir noch ein bisschen zu anstrengend. Da war ich's oder fand ich es einfacher, das so nochmal anzugehen. Und ich habe es ja Gott sei Dank noch hingekriegt, also so ist nicht. Aber meine eigene Hybris kam mir da wieder. Ich bin nicht dümmer geworden, sagen wir es mal so. Ja, da kann man viel Zeit verbringen mit Linux-basierten Client-Systemen. Ja. Da finde ich es immer schade. Also man ist dann doch zu sehr auf proprietäre Lösungen oder zumindest Treiber angewiesen im Business-Bereich. Finde ich noch schade. Gerade diese Display-Link-Geschichte funktioniert sehr, sehr gut, wenn sie installierbar ist. Also ich will jetzt auch nicht meckern, war mein eigener Fehler. Die sagen selber, Debian ist nicht unterstützt, alles auf Ubuntu-Basis, kein Problem. Debian, eher nicht so. Was wäre mit Arch Linux passiert? Ich weiß es nicht. Kurze Frage, Michi, was nutzt du hauptsächlich als eigenes Endsystem? Tatsächlich Windows, also das klingt doof, aber will ich gar nicht laut sagen. Also ich privat, wie vorher schon gesagt, nutze ich Ubuntu. Es ist aber so, dass im Firmenkontext habe ich eigentlich nur einen Windows im Einsatz. Es ist aber ich arbeite halt sehr viel auf Servern und die sind überwiegend Debian. Und dadurch interessiert es mich fast nicht, in welchem System ich bin. Das muss irgendwie gut funktionieren. Und das ist auch das, was mich immer so traurig macht. Das ist so ähnlich wie bei Contabo vorher. Ich würde eigentlich super gerne grundsätzlich nur noch mit einem Debian oder Ubuntu arbeiten, hätte ich überhaupt keinen Schmerz. Und ich mache auch Jahr für Jahr wieder diesen Anlauf und versuche das wieder und gucke, dass ich das zum Laufen kriege. Aber es sind so diese Kleinigkeiten, die dann nicht funktionieren, die einem dann im täglichen Doing wirklich schwerfallen, sie zu akzeptieren und einen dann doch wieder irgendwie rüberbringen. Also dann irgendwann angefangen, mir einfach VMs zu bauen. Dann habe ich halt meine Debian-VM und habe dann meine Windows-VM. Also eigentlich arbeite ich nur in virtuellen Maschinen und habe halt irgendeinen PC und da ist es mir dann egal. Da habe ich halt irgendein RDP oder ein anderes Tool drauf, um mich remote draufzuschalten und arbeite von dort. Was ich aber schade finde, was ich eigentlich sagen wollte,
ist halt die eine Seite, diese Fragmentierung der ganzen Linux-Distributionen hat natürlich sein Gutes, weil es natürlich eine hohe Vielfalt gibt und sich Spezialisierungen auftun und sich neue Wege ergeben. Auf der anderen Seite verliert man halt extrem viel Energie, weil alle das, oder nicht alle das Gleiche machen, aber übertrieben gesagt, machen halt viele das Gleiche, anstatt diese Energie zu nehmen und halt Verschiedenes bis zum Ende zu machen. Vieles funktioniert dann gut. Ich hatte in meinem Urlaub als kleines Ding, was mich da so beschäftigt hat, habe ich im Urlaub gesagt, hey, jetzt beschäftigst du dich mal wieder mit SDR und mal wieder so ein bisschen, ja, WLAN-Kennwörter und Kennwörter und so ein bisschen rumbasteln. Ne? Wenn du im Urlaub bist, ist dir ja langweilig. Habe mir meine Büchse mitgenommen, habe mir die Debian-Büchse mitgenommen, weil ist ja sowieso, also wenn schon mit SDR und mit AirCrackMG und weiß der Geier was, musst du eine Linux-Kiste haben, geht ja unter Windows sowieso nicht richtig. Und das Ernüchternde war, dass ich wirklich Stunden damit verbracht habe, das unter Linux laufen zu lassen. Als ich zurück war aus dem Urlaub, habe ich testweise das Zeug an eine Windows-Büchse angeschlossen. Das hat halt einfach funktioniert. Ohne irgendwas. Und das war so, das meine ich so, das ist dann so traurig, weil diese Betriebssysteme oder diese ganzen Linux-Distributionen halt dann immer mal wieder viel Energie in Arbeit verwenden, die andere schon gemacht haben. Und dadurch eigentlich der Fortschritt von diesem System im Client-Bereich stark behindert wird. Auf der anderen Seite finde ich halt, ist es das Betriebssystem für Server. Also ich würde nie wieder einen Windows-Server betreiben. Ich habe das tatsächlich gemacht bis 2010 in der Richtung, so mit IIS und solchen Sachen. War nie wieder. Also es gibt nichts Besseres wie ein Linux-Server, ist so meine persönliche Meinung. Im Client-Bereich bin ich geteilt. Ich würde gerne mit Linux arbeiten, habe aber im täglichen Doing immer wieder Probleme, da ich ja doch irgendwie auch arbeitsmäßig mal eine Word verfassen muss, die auch ein anderer lesen kann. Und das ist besser geworden mit den Open-Office-Varianten und sowas. Du hast halt immer noch das Problem, da passen die Schriftarten nicht. Da hast du wieder eine Firma, für die machst du was, die haben wieder ihre eigenen Schriftarten mit ihrem eigenen CI, mit ihrem eigenen PowerPoint-Gedöns. Dann machst du das bei dir bei Open-Office auf und ja, es ist halt nicht 100% kompatibel. Dann gibst du das zurück für die Veranstaltung. Dann sagen die, um Himmels Willen, was ist denn das? Kann man überhaupt nichts nutzen, bitte nochmal machen. Und das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, der bleibt. Und deswegen bin ich tatsächlich meistens im Arbeitskontext unter Windows unterwegs. Ja. Ich kann dir sagen, für alle deine Probleme gibt es mittlerweile Lösungen. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Sache bei Linux im Desktop-Bereich. Im Server-Bereich brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Im Desktop-Bereich ist so, du musst am Anfang mehr Zeit reinstecken, als es beispielsweise in dein bestehendes System. Aber hinten raus wirst du, glaube ich, um einiges an Zeit, ich sag mal, dir sparen. Aber du musst am Anfang relativ viel investen, dass du es genauso in deinen Workflow hinbekommst, den du zuvor hattest. Sobald es aber steht, und ich glaube, das würde man hinbekommen, dann läuft das Ganze. Aber ich kann es total verstehen, weil hatten wir ja schon vorhin, wenn es läuft, warum dann wechseln? Wenn man eigentlich da jetzt erstmal kein großes Problem hat. Und von daher sage ich auch immer, ist komplett egal, wer was in irgendeiner Hinsicht nutzt. Hauptsache man ist zufrieden. Und jeder sieht natürlich auch immer so seine eigenen Vorteile. Beispielsweise bei mir ist der Vorteil diese Unabhängigkeit. Ne? Also ich muss mir nicht sagen lassen, was ich jetzt installiert haben muss sozusagen oder was für ein Update ich jetzt machen muss sozusagen. Ja, jeder hat das so seine eigenen Sachen. Und ich glaube, ja, da kommt man, glaube ich, so oder so jeder am Ende dann genauso gut zurecht, wie er das dann für sich richtig findet. Ja, sehr cool. Dann, du hattest ja schon mal Richtung Ende das Ganze dirigiert. Wollen wir das denn quasi zum Abschluss jetzt bringen oder haben wir noch brennende Themen? Ich hätte es jetzt abgeschlossen, hättest du nicht Luft geholt. Ich dachte, da kommt noch was. War schön. Also wir sind jetzt quasi in doppelter Stärke gestartet nach der Sommerpause von Jean. Schön, dass Jean wieder da ist. Vielen Dank an dich, Michi, dass das so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Und jeder, der dich gerne wiedersehen möchte oder gerne mal kurze, knackige Informationshappen rund um die IT sucht, bitte auf YouTube IT an der Bar einfach mal sich angucken und am besten gleich mit abonnieren, Glocke aktivieren. Kostet nichts, tut nicht weh und ich glaube, das ist eine gute Idee. Genau. Und wenn man einmal bei YouTube unterwegs ist, dann nicht noch den Genre vergessen mit Linux Guides, Linux Guides Admin und, habe ich neu gelernt beim letzten oder vorletzten Mal, Linux Guides Ort? Linux Ort. Ah, verdammt. Ja. Na.
Aber Linux-Ort. Also wenn du dir schlechtes Englisch, wenn du dir schlechtes Englisch anhören willst, dann ist es der perfekte Kanal, ja. Und wenn man dann noch auf YouTube unterwegs ist, nicht der Weisheit letzter Schluss vergessen, das ist Haukes YouTube-Channel. Bei PeerTube. Und ja, PeerTube. Und wenn ihr Micha auch noch mal sehen wollt, dich gibt's immer auf Twitch, ne, Saint of Sinner. YouTube machst du auch, aber nicht so krass gerade. Mehr Twitch, oder gerade? Ist wie der Blog ein bisschen verwaist zurzeit. Also da war einfach zu viel hintenrum, dass ich da Zeit gefunden hätte. Aber ja, gibt es alles. Da gibt's auch immer Linux-Sachen, und zwar am Donnerstag Abend eigentlich immer, ne, wenn kein Tuxflash ist, richtig? Genau. Auf jeden Fall mal reinschauen. Ansonsten Dienstag für alle Retro-Spiele-Interessierten. Ich habe am Dienstag Monkey Island angefangen. Ist in meiner Jugend an mir vorbeigegangen, hole ich jetzt nach. Das wird auch Zeit. Dabei. Ansonsten sehen wir uns ja alle auf den Keylogs wieder. Ne? Wer weiß. Drei von vier. Drei Die von vier Frage mindestens. Kam schon. Ja. Oder, Michi, möchtest du ganz spontan im September nach Kiel kommen? Sag mal, wann ist das? Ich hätte jetzt nachher eh mal geschaut, wann das ist. Und hätte 19., 20. und 21. September. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Das ist erschreckenderweise schon übernächste Woche. Okay. In puncto Networking auch. Vielleicht, ja, kann ich das einrichten? Also ich muss das mit der Frau... Ja, muss erst bewilligt. Weiß nicht, ob wir da was vorhaben. Okay, ja. Also, ich dachte, dann vielleicht doch sogar. Ich dachte, Urlaubsvertretung für die Hausautomatisierung organisieren. Im Punkto Networking immer cool. Ich habe direkt ein, zwei Leute, die ich dir direkt hinstellen kann, glaube ich. Cool. Wo du dich da gut... Genau, einfach hinstellen. So läuft das, ja. Nee, war super schön und je nachdem. Auf jeden Fall nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ja. Wie gesagt, die Anekdote war, du bist mir irgendwann mal in meine Watchlist reingespült worden. Ich fand das zu gut dafür, dass du so wenig Abonnenten hast. Und ich hoffe, da kommt jetzt ein bisschen was dazu, dass ich, damit die Motivation auch bestehen bleibt. Also, die Videos sind zu gut dafür, dass du so klein bist mit dem Kanal. Meine Meinung. Absolut. Deswegen habe ich einfach die Chance genutzt. Keine Anekdote, so ein halber Kanal namens Vetter vor ein paar Jahren, Aitania, IT an der Bar, Aitania, hat es nicht wahrgenommen. Also da kam es dann nur zum Erstkontakt und dann, wie heißt es neudeutsch, wurde ich geghostet. Oh. Ja. Ja, so ist das, ne? Passiert. So ist das, meine Güte. Ja. Falls die Aitania das sieht, steht noch das Angebot. Oder hört. Aber du wirst dann sehr komisch erstmal beäugt, so. Wer hat uns versetzt? Na, Spaß. Nein. Genau. Dann Werbung haben wir gemacht. Wir haben alles gesagt, was zu sagen war. Dann sag ich wie immer Danke an dich, Michi, an Jean und an Hauke fürs dabei gewesen sein, an jeden Zusehenden gerade, Zuhörenden dann später nochmal oder derjenige, der sich das dann nochmal später auf YouTube und den anderen Kanälen nochmal anhört, ansieht. Danke an euch und ich gebe euch das Wort zum Folgenende und dann kommt wie immer kurz diese Übergangszeit, die wir brauchen. Stimmt. Ja, also danke, dass du es wieder so weit eingerichtet hast, denn du machst den Stream ja, sonst würden wir das ja gar nicht alles machen können. Danke an alle und überhaupt abonniert uns kreuz und quer überhaupt und habt eine gute Zeit. Da würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. IT an der Bar braucht mindestens noch ein, zwei Nullen an der Abonnentenzahl hinten dran. Macht da mal ein bisschen was. Super cooler Kanal. Habe ich zuvor auch noch nicht gekannt, muss ich sagen. Hat Micha entdeckt. Ich wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute. Und vielleicht sieht man sich ja in dem ein oder anderen Format nochmal und kann sich da nochmal austauschen. Ich glaube, genug Gesprächsbedarf gäbe es auf jeden Fall. Und ansonsten ganz herzlichen Dank fürs Zuhören natürlich. Kann ich nur zurückgeben.
Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen Dank für die, ja, ich nenne es jetzt mal Promotion an der Stelle. Ich glaube auch, dass da noch viel zum Reden gibt. Ich freue mich, wenn wir nochmal zusammenkommen. Mir hat die Runde wirklich Spaß gemacht. Das ist mein erster Podcast. Ich habe noch nie einen Podcast gehört, noch nie einen Podcast gesehen. Also ist ja jetzt, passt ja auch nicht ganz zusammen, aber hat mir Spaß gemacht. Hat mich gefreut, dass ihr mich so herzlich aufgenommen habt. Hat mich sehr wohl gefühlt in dieser Runde und wünsche euch allen weiter gutes Gelingen.